scheppeln. Brauchen Sie was? Brauchen Sie was? Ja, genau. Ich werde jetzt auch meine immer so für Nein, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 1 mit mir, dem Ameisenkönig. Ich wollte euch jetzt keine Angst einmachen. Nein, alles okay. Technisch hier, außer mit Mass Effect selber. Wir sind hier auf der Normandy und haben in der letzten Folge mit Liara gesprochen. Die hat uns etwas über ihre Persönlichkeit erzählt, über ihre Mutter, über ihren Vater irgendwie. Vater, Mutter. Oh Gott, ist kompliziert bei denen. Asari. Und ich habe ganz vergessen, euch zu erzählen, dass ich jetzt einen Mod benutze, der das Bild ein bisschen filmischer aussehen lässt. Also alles, wie sagt man, alles hell ein bisschen hervorhebt und sowas mit Blur-Effekten und auch sowas, alles klar. Und das heißt Sweet FX. Da habe ich irgendein Preset gefunden im Internet, den ich ganz geil fand. Und es sieht halt irgendwie ein bisschen filmischer aus. Ich weiß nicht, wie man das sonst erklären soll. Und ja, in dieser Folge wollte ich noch mit euch, mit Caden reden. Mit euch, mit Caden, ja, ganz genau. Mit Caden, das ist ja einer, der hier schon immer ist. Auch ein Biotiker. Biotik und Technik hat er, glaube ich, in seiner Klasse vereint. Und wir wissen ja gar nichts über ihn, deswegen warte ich mal auf Input. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Ist das eine offizielle Frage, Commander, oder ganz unter uns? Übrigens haben ja irgendwer, oder nee, einer hat, glaube ich, mal gefragt, ob ich irgendwie die Untertitel anmachen könnte. Würde ich ja ziemlich gerne machen, aber dann könnte ich nicht mal diese geilen Thumbnails machen. Wisst ihr, ich bin ja bei meiner Homepage, die ich ja momentan auch ziemlich gut ausgebaut habe, bin ich ja dabei, die Thumbnails wirklich in den Vordergrund zu stellen, dass man direkt, wenn man auf meine Startseite kommt von endkingnumberone.de, dass man direkt dann sieht, oh, da das Bild, also größere Bilder. Und wenn ich dann so ein Text hier in der Mitte habe, dann kann ich die Thumbnails nicht mehr so geil machen, weil ich ja dann noch weniger Platz habe, weil ein Thumbnail mit Text drin, mit so einem Untertitel drin, das sieht kacke aus. Sieht einfach kacke aus und deswegen hoffe ich, dass ihr euch immer den Text zusammenreimen könnt, der abgeschnitten ist. Also ich kann es bisher machen. Vorschläge, hat er gesagt. Aber es ist schon nervig. Ja, das tut mir auch leid, aber bei Mass Effect 2 haben wir das alles hinter uns. So. Sprechen Sie. Alenko, wenn wir unter uns sind, können Sie es als inoffiziell ansehen. Sehr großzügig, okay. Ich glaube, hier ist was mächtig faul, Commander. Dieser Saren sucht nach Aufzeichnungen über eine Art galaktischer Zerstörung. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Verstehe schon. Der Rat will nicht daran glauben, dass was nicht stimmt. Ich würde es menschliche Natur nennen, aber... Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Ist schon in Ordnung. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Also man muss ja jetzt ein bisschen was nebenher erklären, weil ihr denkt euch wahrscheinlich, hey, worüber labert der? Und zwar ist Caden eigentlich einer der ersten Leute, die irgendwie mit Biotik ausgestattet wurden und auch gleichzeitig dann in eine Forschungsklinik gesteckt wurden, so. Nach dem Motto, was ist das denn hier, was kann der denn? Er ist ja Mutant, guck den mal an und schaut mal, was der so drauf hat. Das Interessante ist halt, dass die Biotik kommt eigentlich von den Asari. Die haben eine natürliche E-Zero, weiß ich nicht, Kompetenz entwickelt, weil E-Zero halt ist so ein Element, was wir halt noch nicht kennen. Auf dem Planeten der Asari war oder ist. Und diese Strahlung, die Iseo aussendet, die haben die Asari kompensiert und konnten halt dadurch Biotik anwenden. Also dieses, was wir auch immer die ganze Zeit machen. Also wir sind auch natürlich auch Biotiker. Gegenstände anheben, so
Zaubern. Naja, Zaubern hört sich jetzt so Fantasy an. Ihr wisst schon, was ich meine. Sachen anheben, werfen und so. Und ja, Caden war halt einer der Ersten, der halt auch, der halt im Mutterleib, also als eine schwanger war, damit ausgesetzt wurde. Also als Fötus, ne? Das ist das Interessante. Und ja, diese Kinder, die hat man dann untersucht. In so einer bestimmten Einrichtung. Das ist eigentlich auch das Hauptthema allgemein bei Caden, weil er dadurch ein bisschen traumatisiert wurde, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Sie glauben nicht an Versehen? Ist es fraglich, wie sie dem ausgesetzt wurden? Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotika gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Kinetics die Subjekte der ersten Generation ausgingen. Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle verlassen. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Jump Zero? Jump Zero ist die Raumstation Gagarin, nicht wahr? Wie ist sie so? Ja, das ist der offizielle Name. Die größte und entlegenste Einrichtung, die wir jahrzehntelang hatten, direkt am äußersten Ende des Sonnensystems. Genau dort haben sie die ganzen fruchtlosen ÜLG-Forschungen betrieben, bevor wir begannen, Masseneffektfelder zu benutzen. Es war eine sterile Forschungsstation, als ich dort war. Hatten Sie irgendwelche Freunde dort? Es saßen noch andere Kinder im selben Boot, oder? Zumindest waren sie da draußen nicht allein. Das ist wahr. Es gab da einen kleinen Kreis, der sich jeden Abend traf, bevor wir ins Bett mussten. Aber wir hatten nicht viel zu tun. Damals war es nur eine Forschungsplattform und Kinetics ließ Jump Zero nicht ins Extranet. Es sollte nichts nach draußen dringen. Hauptsache, wir können hier nach körperlichen Kontakten fragen. Was ist das denn für ein... Shepard, du Schlingel, du. Zeit zum Reden, hattet ihr Zeit zum Reden? Nicht zum körperlicher Kontakt? Das hört sich ja echt hinterwäldlerisch pervers an. Dann hatten sie bestimmt ziemlich viel Zeit, einander besser kennenzulernen. Ja. Nach dem Abendessen haben wir immer zusammen rumgesessen. Karten gespielt oder Netzwerkspiele. Es gab da dieses Mädchen namens Rana, das einen kleinen Kreis um sich herum versammelt hatte. Sie stammte aus der Türkei. Ihre Familie war sehr reich, aber sie war clever und unglaublich bezaubernd, wunderschön, bildete sich deshalb aber nichts ein. Ich glaube, sie hätten sie gemocht. Au, war sie schön? Das klingt, als wäre sie für sie etwas ganz Besonderes gewesen. Das war sie. Vielleicht hat sie dasselbe empfunden, aber es hat sich einfach nie ergeben. Training, Sie wissen schon. Ah, scheiße. Fuck. Okay. Absichtliches Ausgesetztsein. Und Sie wissen sicher von absichtlichem Aussetzen? Das weiß niemand. Heißt nicht, dass es nicht passiert ist. So groß wie die Aussetzungen waren, war es schwierig, Unfälle nachzuverfolgen. Damals war es anders. Niemand kannte das Potenzial, weshalb es auch nicht viele Vorschriften gab. Alles, was Kinetics anfasste, wurde zu Gold. Ich sage nicht, dass sie absichtlich Antriebe über unseren Außenposten explodieren ließen. Aber im Nachhinein waren sie immer verdammt schnell auf dem Plan. Ha. Klingt hart. Reden Sie weiter. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Ach, Sie können immer mit mir reden. Alenko, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie sich nicht mit Ihrem Commander anfreunden können. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich möchte nur nicht, dass Sie mich für einen Jammerer halten. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Ja, ja, ja. Okay, er ist ein bisschen verschlossen, das finde ich... ja, okay, nicht süß, aber es ist irgendwie interessant. Stasiskammer, jawohl, wir sammeln hier noch ein paar Codex-Einträge. Irgendeiner meinte ja, wir könnten ja die Codex-Einträge vorlesen. Ich bin ja... Ne, wartet mal. Wo ist denn hier die Codex-Kacke? Hier, Codex. Und es gibt ja so viele Sachen, es gibt ja hier, über die Geth, über die Kampfläufer, die Kroganer, über die Genophage, also wirklich alle, den ganzen Hintergrund, den kann man sich hier durchlesen, aber, das ist so viel. Also, damals noch, als ich noch angefangen habe mit Mass Effect, da war ja auch schon der Hellout 1986, falls ihr den kennt, ein guter Kumpel von mir, weil wir fast so gleichzeitig gestartet haben, er aber ein bisschen erfolgreicher war. Wo gehe ich eigentlich hin? Und was wollte ich sagen?
Da hat er ja immer am Ende von seinen Mass Effect LPs, der hat Mass Effect 1 und 2 und 3, 3 weiß ich gar nicht, halt gespielt und die Codex-Einträge wirklich in einzelnen Folgen vorgelesen. Und ich fand das halt ziemlich, naja, trocken. Es ist trockene Materie. Ich finde, man kriegt auch schon so genug mit von den Hintergründen hier. Also von der Genophage und so weiter. Natürlich jetzt nicht alles auf einmal, so wie es beim Codex so ist. Was halt natürlich informativ ist, aber trocken. Aber schon mit Action, ne? So nebenbei. Hey, man sieht halt den Widerstand der Kroganer und so weiter, wenn die halt so erzählen, wie Rex das gemacht hat. Oh, jedes tausendste Kind stirbt, ihr Drecksäcke. Oder nee, jedes tausendste Kind überlebt, so war das. Wir können mit Chuck was vielleicht reden. Wie speichere ich eigentlich nochmal F6, ne? Jawohl. Und ja, das finde ich irgendwie interessanter. Wenn ihr ansonsten irgendwie wollt, dass ich mal irgendwas vorlese, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, aber hey, ich habe 0 Medigel bekommen. Ich fände es irgendwie interessanter, das halt bei, während wir das Spiel spielen, halt zu erfahren, die ganzen Sachen. Ja bitte, Commander, was kann ich für Sie tun? Persönliche Frage. Nee, nicht so gemeint. Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Ach, ich wusste doch, dass sie erst vor kurzem mit dem Studium fertig geworden ist. Mit 45 oder 50, die ist mit Sicherheit schon so alt. Nein, okay, wir sind jetzt... So fies bin ich jetzt auch nicht. Bedauern Sie das? Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Über Caden Alenko könnten wir so mal was fragen. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. L2? Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Genau das meinte ich. Der ist ja einer der ersten, oder nicht die ersten, aber halt einer vor uns dann halt noch mit Biotik ausgestatteten Leuten. Und wir haben jetzt zum Beispiel L3, wir haben gar keine Probleme. Aber L2, da gab es ein paar Komplikationen. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Kaidan? Also der Sprecherin würde ich echt mal direkt meinen Stinkefuß unter die Nase halten, dass sie den Kaidan nennt. Oh Mann. Ich muss jetzt gehen. Eigentlich sollte es bei jedem Sprecher, dort hat man ja einen Namen oder man hat einfach nur einen Text, den man vorliest, ne? Und normalerweise weiß man ja, wie Wörter ausgesprochen werden, wie zum Beispiel Baum, wo die Betonung liegt und so weiter und so fort. Aber bei so Namen, dort sollte es eigentlich immer irgendwen geben, der, ja, es gibt immer einen Techniker und einen, der halt zuhört, ob das alles von der Regieanweisung, also eine Regie gibt es ja immer beim Sprecher, der halt guckt, ob die Gefühle so gut rübergebracht werden. Und hier haben die es anscheinend komplett vernachlässigt, irgendwie mal zu gucken, dass sie die Namen richtig aussprechen. Kaidan. Chuck, was hat das doch schon am Anfang, irgendwie in der ersten Episode irgendwas komisch ausgesprochen. Habe ich mit Sicherheit erwähnt. Ah, geht mir echt auf den Sack, sowas. Wir könnten natürlich jetzt noch mit Rex und so weiter raiden. Oder, ach, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss Fahrstuhl runter, ne? Aber ich glaube, ich shoppe mal ein bisschen und schaue, ob wir ein paar neue Gesprächsoptionen freigeschaltet haben. Bei Rex, Tali und Ashley. Bläh. Ihr meintet zwar Ashley oder ein paar Ashley wäre irgendwie kacke,
oder so. Oder nee, nicht Kacke, genau. Aber ich sage, die nervt nur am Ende. Oh Gott. Leute, glaubt mir doch. Seeker weiß, wovon ich rede, glaube ich. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge entweder hier oder oben bei der Sternenkarte wieder. Mal gucken, was wir jetzt hier so an Neuem freigeschaltet haben. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, drückt auf Gefällt mir unter dem Video, das finde ich cool. Und dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr wieder beim Mass Effect. Ciao.